Sofort. So, danke fürs Holz und ab dafür. Ja? Jo, ich auch. Eile. Was ihr wollt. Rasch. Dann sollten wir, glaube ich, hier unten 5 haben. Sprecht. Ich eile. So, der nächste Punkt. Bogenturm. Ich eile. Nächste, was wir brauchen, ist mal ein kleines Haupthaus. Das Bauwerk ist vollendet. Sprecht, wie ihr wünscht. Da dürfen mal 2 dran hämmern. So, 5 Stück. 5 Stück. Sofort. So, du hast gerade schon nichts unterwegs zu tun. So, fürs Nahrungslager brauchen wir noch ein kleines Haupthaus. Dann helft du mal da oben mit. Zur Stelle. Das ist nicht weit. Rasch. Du darfst hier nachher mal Lenya-Sammler errichten. Und Förster kommt dann auch dazu. Ach. Sprecht. Warte da hinten nicht. Bau hier doch mit. Kriegen deine neue Arbeiter. So. Oben können wir halbwegs sehen. Gut, dann können wir auch die Sammelpunkte da hinpacken. Ein bisschen Zeit ist da, aber halt nicht die Welt. Das Bauwerk ist vollendet. Wunderbar. Ja? So, dann baut ihr hier schon mal ein... Ach, immer diese Mini-Lags. Hier einen Förster hin. 2 soll erstmal reichen. 1, 2, 3. Ja? Weiß ich, die fehlen da unten noch. Ihr dürft hier ein Nahrungslager. Baut das hier mal hin. Die Rune ruft? So, auch ihr werdet Förster. So, wir haben 2700 Eisen. Mehr werden wir die Mission noch gar nicht bekommen. Sowas wie Mine haben wir auch gar nicht. Ich frage mich, ob Elfen überhaupt welche haben. Eisenmine. Sie haben zumindest Einheiten, die Eisen brauchen. Zur Stelle! Ich frage mich, ob man dann tatsächlich eine andere... So. Sägemühle. Sehr wichtig. Hierhin. Zur Stelle. Und das mittlere Haupthaus auch schon mal. Meine heilige Pflicht. Die Rune ruft. Meine heilige Pflicht. Ein Förster, wunderbar. Was ist euer Begehr? Damit sollte unsere anfängliche Holzproduktion gesichert sein. Waffenkammer schon mal. Es ist mir eine Ehre. Danach können wir dann Wachen und Waldläufer schon mal bauen. Im Test hatte ich so 10 Waldläufer. Einfach schon mal, um da mal stehen zu haben. Vielleicht bin ich diesmal aber auch ein bisschen schneller. Und kriege das ohne die hin. Was ich aber bezweifle, denn wir bauen noch gar kein Linear ab. Aha. Sprecht dorthin! 5. Was ist euer Begehr? Rasch! Das Bauwerk ist vollendet! Lenya-Sammler. So, mitten rein. Perfekt. Sprecht! Ich eile! So, das Ding ist dann fertig. Und dorthin. Hier unten haben wir da auch nochmal Lenya. Und dich, genau, du machst hier Bärensammler. Wie ihr wünscht. So. Bald haben wir wieder mehr Arbeitskräfte. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, fix die Haupthäuser hochzuziehen. Beschleunigt auch um einiges den Start.
Das Bauwerk ist vollendet. Wunderbar. Ja, das Bauwerk ist vollendet. Die Rune schon ruft? Unterwegs. Ihr dürft Nahrungslager, Schützenhallen, fehlt noch alles. Meisterholzfäller, genau. Der kommt jetzt nochmal hier hin. Wir brauchen hier sicherlich noch ein paar Bärensammler. Also viele Bärenbüsche gibt es nicht. Hier gibt es einen. Dann ist hier noch einer bei dem anderen Monument in der Nähe. Da kommen wir aber zur auch erst später dran vorbei. Das Bauwerk ist vollendet. Die Rune ruft meine heilige Pflicht. Ja? Zum Ruhme Arins. Sprecht. Vier Stück, das reicht. Denn jetzt können wir hier mal eine Jägergilde hinsetzen. Zur Stelle. Es ist mir eine Ehre. Ja? Meine heilige Pflicht. So, jetzt brauchen wir nochmal weit mehr Holz. Zack. Wie ihr wünscht. Vier und sprecht. Fünf. Es ist mir eine Ehre. Zur Stelle. Danach müssen wir mal zusehen, dass wir hier die Schützenhalle und den Elfenhain gebastelt bekommen. Auf den Schild-Upgrade hier für die Wachen werden wir scheißen. Denn ich werde dann Hüterin haben. Für die drei Wellen in der Zwischenzeit brauchen wir erstmal Windschützen. Was ist euer Begehr? Was ihr wollt? Zur Stelle. Schon unterwegs. So, naja. Den Elfenhain können wir schon mal errichten. Meine heilige Pflicht. Bar, Meisterholzfäller, vielleicht bei euch später hier nochmal ein Förster hin. Und dort, mal sehen. Aber dann bräuchten wir jetzt erstmal ein großes Haupthaus. Ja? Zum Ruhme Arins. Mit. Das dauert mir nicht zu lange. Die Rune ruft? Das ist nicht weit. Ich eile. So sei es. Noch ist alles in Ordnung. Die erste Welle wird auch ziemlich ordentlich von den Wachen abgehalten. Aber spätestens bei der zweiten braucht man Schützen, weil der Gegner dann auch mit Schützen ankommt. Was ihr wollt. Man braucht ja lange, um so ein Ding zu zimmern. Naja gut, ich würde auch gerne mal wissen, was er für einen Dünger nimmt. Das Bauwerk ist vollendet. Sehr gut. Was ist euer Begehr? So, Schützenhalle. Es ist mir eine Ehre. Was ihr wollt. Mit wie ihr wünscht. Na gut, Holzvorrat steigt. Den brauchen wir. Kostet mich nämlich Holz und Linja, die Windschützen. Auf Heiler verzichte ich noch. So, 10 Schützen hierhin. Sobald das Ding dann mal fertig ist. Und das Upgrade gekauft ist. Die Dunklen sind hier. Nur weil das ein
Schwarzwolf ist. Ruf die Wachen, Schwestern! Sind noch nicht die Dunklen hier. Das mal so nebenbei. Oha, die fällen mir hier das Gebiet aber auch in Sekundenschnelle. Bald ist es soweit. Die Späher sind zurück. Ihr Heer sammelt sich. Okay. Es werden schon mal 5 Dinger kommen, denn ab dieser Meldung sollte man Einheiten darunter schicken. Die haben schließlich auch einen ordentlichen Laufweg. Ach komm, machen wir es wie letztes Mal auch. Dann habe ich halt meine 10 Waldläufer. Was soll ich tun? Das Bauwerk ist vollendet. Na, jetzt fehlt mir auch erstmal wieder Holz. Sprecht. So, dann macht ihr doch nochmal Mirian Förster. Ja, wo setze ich euch hin? Ich glaube, hier kommt gut. Was ihr wollt. Die werden zumindest um einige schneller produziert. Als die Windschützen. Die brauchen dann doch ein bisschen. Ach ja, ich habe mich gerade gefragt im Kopf, wofür gilt denn diese weiße Flagge? Ah, das war das Besetzen des Hauses. Genau. Ob diese Dinge halt besetzt sind. Das Bauwerk ist vollendet. Das Ding braucht gar keinen. Ich meine, dafür war die weiße Flagge. Bin mir da doch noch ziemlich sicher. So. Windschützen, was immer wir haben, dahin. Ja, das geht schon wirklich ein Stückchen langsamer. Aber da kommt mein Druck langsam, aber sicher mal angelaufen. Man muss sich echt beeilen. Ich frage mich eigentlich, wo kriegen sie diesen komischen... Ah, diesen hellen Punkt auf den Schultern her. Manche haben ihn, manche nicht. Ja, die jetzt zum Beispiel. Was soll ich tun? Ja, kommt der. Wirklich Licht gibt er nicht ab. Die haben keine Sekundärfähigkeit meines Wissens. Oh, wir haben Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Scheiße. Naja. Müssen wir halt jetzt mitleben. So, die nächsten 5 Punkte werden mal in Heiler gesteckt. Können wir da oben auch gut gebrauchen. Sind das Kerzen, was sie da haben? Sieht fast nach elektrischem Strom aus. So. Was ist euer Begehr? Ja, wir behalten mal 5 Leute bei den Förstern, auch wenn sie nicht immer gleichzeitig arbeiten. Aber die Holzfäller, die bauen hier schon ziemlich gut ab. Zur Stelle! Ihr sammelt gar nicht mehr alle. Das ist nicht weit. Hier können bestimmt noch welche hin. Oh ja, definitiv. 2. Ja, sammelt 3 sofort. Davon ab. So, unten sehen wir auch schon die erste Welle anrücken. Das sind alles noch diese untoten Axtschläger, bla bla bla. Befehlt! Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil! In Windeseile! Und die ersten Windschützen kommen auch. Sehr schön. Damit
bin ich besser vorbereitet als das letzte Mal. So, wenn diese Meldung kommt und noch keine Einheiten hier stehen, sei fürs Einheiten schicken zu spät. Denn hier hinten laufen sie. Da sind sie! Ihr Götter, steht uns bei! Rasch wie der Wind! Was so, soll ich tun, Schwestern? Kämpfen, Leute. Also, Berserker mal, vielleicht hilft das da den Einzelnen. Ich höre. Was soll ich tun? So, die haben einfach nicht ganz die Reichweite. In Windeseile. Aber hauptsächlich hier oben drauf bleiben. Die Windschützen haben da schon ein bisschen mehr. Schauen wir mal, dass wir hinten ein paar mehr wegkriegen. Wohin soll ich gehen? So, ah, dieser Ruf. Gilt das dann für alle, so Eis? Nee. Nee, nee, nee. Was soll ich tun? Wir hatten mal Unterstützung reingecastet. Ich darf nicht verheilen. Ach, der Reichweite reicht ja wohl nicht. Befehl! So. Ja, ich sollte hier 10 Windschützen haben. Elend Segen! Wohin soll ich gehen? Mein Bogen für die Rune, ich höre. Ach Gott, stimmt, du bist ja jetzt eine andere Windschützin. Das war die erste Welle. Schöpft in neue Windeseile. Kraft. Wir werden bald wiederkommen. Schnell wie ein Pfeil. Mein Bogen für die Rune. So, ihr kommt auf. Vorwärts, Schwestern. Ja, das war da nach vorne. Elend Segen. Und ihr werdet 4. In Windeseile. So, was seid ihr denn? Es ist mir eine Ehre, was ihr wollt. Das ist nicht weit. Nur 4 Sammelpunkte. Gut, dann machen wir es so, dorthin. Wie ich es auch im Test gemacht habe. Nämlich hier noch ein paar Bogentürme hinsetzen. Wirklich helfen tun sie nicht. Davon, mal abgesehen. Aber man fühlt sich gleich viel besser. Die Rune ruft. Da ist jetzt mal ganz fix. Und die nächsten Wellen kommen auch recht flott ran. Das große Haupthaus. Es ist mir eine Ehre. Und damit werden nochmal mehr Windschützen gebaut. Den ganzen Müll sammeln wir später ein. Okay, von den Bildchen sind die mit Upgrade nicht zu unterscheiden, Befehlt. Aber hier beim Aussehen. Denn die haben diesen halb durchsichtigen Eisbogen. Kann die sonst an was unterscheiden? Nee, das ist tatsächlich nur der Bogen. Und das sehen sie nicht aus. Ja, hier sind die Frostskelette gut zu erkennen. In der Testaufnahme wurde ja spätestens in der zweiten Welle, weil da Fernkämpfer kommen, die hier stehen bleiben, auch die hier mitgenommen von den Halid-Soldaten. Mal sehen, ob das wieder passiert. Sprecht! Was ist euer Begehr? Ach, das sind doch bestimmt Bärensammler, oder? Zur Stelle! Das ist nicht wahr! Da sind sie wieder! Haltet durch! Ja, ihr dürft da oben mithelfen. So, ein Bärensammler müsste hier noch dumm rumstehen.
Ja, da kommt die zweite Welle und wir sehen Knochenschützen. Ich höre. Meine anderen Windschützen, die brauchen noch. Die sind noch lange nicht da. So, abwarten und Kaffee trinken. Ach. Was soll ich tun? Nun kommt dran, Leute. Will nicht ewig warten. Die sehen aber auch schon ein bisschen badass aus mit ihren Stachelsachen und können ihren Kopf ja in den Gegner reinrennen mit der Klinge. Und die Echse, ich glaube, das ist typisch Zwerg. Zwerge sehen zumindest so aus, manche Wachen oder so. Zumindest in Spellforce 2. Da hatte ich zumindest mal ein paar Zwerge zur Verfügung. Ich glaube, mit denen startet man fast. Oder ist es die zweite Rasse? Naja, Spellforce 2 ist nochmal ein bisschen besser designt. Ich finde, das Missionsdesign bei Spellforce 1 nicht schlecht. Ja, also man kann die Mission auch wirklich schaffen, denn es wird immer gesagt, was man machen sollte. Und wenn da fix Einheiten hoch müssen, dann müssen da fix Einheiten hoch. Also auch hier kann man die Mission schaffen, ohne sie vorher zu wissen. Ich rege mich jetzt nochmal über die letzte Mission in Anno 2070, die Tiefsee, auf. Ich höre. Mein Bogen für die Rune. So. Sie kreisen uns ein. Ja, bitte die Knochenschützen. Gut, dass ich jetzt Heiler dabei habe. Dann dürfte ich keine Schützen verlieren. Das hatte ich nicht letztes Mal. Wir sind in Gefahr. Feinde, zu den Bögen. Rasch wie der Wind. Du sollst meine Windschützen geheilt halten. Es sind zu viele. Diener der Nacht sind hier. Naja, solange es die normalen sind, ist das schon fast egal. Ja, die sind nichts wert. Die dürfen gerne sterben. Die Diener der Nacht sind hier. Dann lauft halt runter, heilt die anderen da unten. Wehrt euch, Schwestern! Der Nacht sind hier. Ja? Feinde! Zu den Bögen! Zum Ruhme Arins! Es sind zu viele! Na, bitte, wollte ich hier mal die... Sie kreisen uns angreifen? Aber da mitkommen und helfen. So, aber Abstand halten zu den Frostskeletten. Ja? In Windeseile. So, ihr bleibt aber bitte hier oben. Rasch wie der Wind. Mir scheißegal, dass da noch Gegner sind. Vorwärts, Schwestern. Kommt Hauptze nieder. Wir sind eigentlich mit dem Großen. Wunderbar, ist fertig. Elend schenkt uns ein. So, Mini-Unterbrechung. Jetzt haben wir mal das Titan-Upgrade. Haha. Verstärken Titan größer, kampffähiger und können beliebig oft nachproduziert werden. Aber ein Titan halt nur. Erstmal das Einheitenlimit hochsetzen. Titan kommt als letztes. Und wir brauchen das Eisenlager. Sollten wir genug Holz übrig haben. So. Es ist mir eine Ehre. Das will ich doch meinen.
So, ihr. Schnell wie ein Pfeil. Lauf bitte hier Seid oben auf der irgendwo Hut. Hin. Du kannst schon mal den Scheiß einsammeln. Keine schlechten Bögen dabei. Die gehen mittlerweile. Auch die Hämmer. Magier, Stachelschild. Halbwegs ist dasselbe, als das, was ich letztes Mal eingesammelt habe. Einfach Zauberkugel. Könnte einer meiner Helden. Zauberringe. Könnte vielleicht auch meine Helden gebrauchen. So, ihr seid noch 5 Stück. Puh. Naja, produzieren wir den Windschützen noch. Da muss einer gestorben sein. Ist ja auch. 5 Pfeile. Und dann, ja, 1500, das braucht noch ein bisschen. Die nächste Welle rückt auch gleich an. Oder es könnte ein Scout sein. Nee, es ist eine Welle. Rasch wie der Wind. Zur Stelle. So. Die Bogentürme sind, glaube ich, komplett sinnfrei. Wie ihr wünscht. Die haben gar nicht die Reichweite. Ah, was soll's. Na, greifen die Dunklen hier an. Natürlich, denn es ist ja ein Schwarzwolf. Apropos, wir dürfen dann mehr Arbeiter bauen können. Hier oben brauchen wir aber eigentlich gar keine. Die spare ich mir auch für unten. Hier beim zweiten Monument. Kannst das da mal besorgen. So, jetzt soll unser Arbeiter aber mal ein bisschen mit durchkommen. Sie kreisen uns ein! Sie kreisen uns ein! Nicht wirklich, wir kreisen sie fast ein. Die Diener der Nacht sind hier. Schnell wie ein Pfeil. Ja, und endlich mal, einer wurde geheilt. So, wenn da unten weitergekämpft wird, ist das hier hoffentlich gleich fertig. Na kommt. Ach, dann schauen wir da unten mal ein bisschen zu. Ja, komm. Ah. So, damit ist nach dem Questbuch das schon mal abgewendet. Eisenlager ist fertig. Frostpanzer, wir haben gar keine Wanderin. Hüterin. Das können wir. Erhält hohe Resistenz gegen Eis. Bringt uns jetzt weniger. Außer gegen die Frostskelette. Und ein Eisschwert. Sehr schön. Zum Gegenangriff! Treibt sie zum Portal zurück! Ja, ja. Dafür ist der Kerl, ganz ehrlich, viel zu feige. Rasch wie der Wind. Schnell wie ein Pfeil. Sprecht. Von euch drei, habe ich da überhaupt noch irgendeine Verwendung? Jagdhaus, ach hier. Es ist mir eine Ehre. Zu verwalt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Und das große Haupthaus. Wir können den Titan auch schon mal bauen. Nahrung sammeln dauert noch ein Weilchen. So. Ich höre. Gut, dass du hörst. Moment, das seid nur ihr. Ich will aber auch diese Heiler dabei haben. Was soll ich tun? Zack, das so. Bauwerk ist schnell vollendet. Wie ein Pfeil. Wirklich, Wellen kommen jetzt nicht mehr auf uns an. Also ich glaube, das hier sind noch Anführungszeichen Scouts. Aber... Ne, Mist, hier soll der
Wegpunkt hin. Wohin soll ich gehen? Du gehst zur Gruppe 3. Genau, das machst du. Mein Bogen für die Rune. Los, Schwestern. Befehlt. Du kommst mit zu unserem Avatar. Elends Segen. Auch. Mein Bogen für die Rune. Machen wir es händisch, falls ihr oben langlaufen wollt. Mein Bogen für die Rune. Du hast gar keinen Bogen, du hast ein Schild und ein Schwert. So, wunderbar. Ah. Ach komm, bau mir halt hier irgendwo nochmal ein Türmchen hin. So sei es. Vorwärts! So, damit haben wir 5 Wächter. Sehr gut. Und der Titan soll zumindest schon mal produziert sein. Kommt natürlich auch in den Nahkampftrupp mit rein. Der castet irgend so einen Schutz.